Wir sind da, meine Herrschaften. Die Kutsche aus Salzburg wäre jetzt da. War auch Zeit. Aufwachen, Wolfel. Wir sind da. Wo? In München. Zeit war's. Mir tut der Hintern weh. Jetzt kannst du aussteigen, Lana. Wir sind ohnehin schon viel zu spät dran. Herr Mozart? Ja. Und wer bist du, kleiner Mann? Der Albert Karl. Und du bist der Wolfgang, richtig? Ja. Wir warten schon alle auf dich. Das ist der Wolfgang, mein Vater. Von dir erzählt man ja wahre Wunderdinge. Aber müde schaust du aus. Bin ich auch. Guten Abend, Leopold Mozart. Grüß Gott, Herr Albert. Zu Diensten. Und herzlich willkommen im Gasthof zum Schwarzen Adler. Verbindlichsten Dank. Sie wünschen doch sicher noch zu speisen. Dazu wird keine Zeit sein. Um 8 ist bei Hof die Akademie und Graf Seeau wartet. Sie sind? Herr Freihofer, wenn ich vorstellen darf. Der Sekretär des Herrn Hofintendanten Graf Seeau. Ach so, ja, natürlich, verstehe. Verzeihung, die Kutsche aus Salzburg. Hatte Verspätung, ich weiß. Aber bis 8 ist doch noch Zeit. Graf Seeau muss den Buben noch examinieren. Schließlich kann er seiner Durchlaucht schwerlich die Katze im Sack präsentieren. Ich kann aber nicht spielen, Frau Mutter, weil meine Hände ganz erfroren sind. Die werden schon wieder, wirst sehen. Warum spielen wir nicht morgen? Weil euch der Kurfürst heute hören möchte. Ich bin auch wie ein Eiszapfen, Mama. Die Residenz ist sicher geheizt. Warum müssen wir denn überhaupt spielen, Frau Mutter? Weil es erstens eine Ehre ist und zweitens, weil wir das Geld brauchen, Wolfgang. Seid ihr denn noch nicht fertig? Anna Maria, Graf Seeau. Ich bin aber so müde, Papa. Ein Genie kennt keine Müdigkeit, Amadee. Auch wenn es erst ein kleines ist. Ihr seid so gütig, Graf Seeau. Wollen wir hoffen, dass seine Durchlaucht der Kurfürst heute gütig ist. An die Taff, du Wunder. Zum Abschluss gibt sich mein Sohn die Ehre mit einem selbst komponierten Menuett. Ich hab zu danken, Herr Musikus. Wolfgang, ich bitte dich. Bitte untertänigst um Nachsicht, eure kurfürstliche Durchlaucht, der Bub. Lass er ihn nur. Das hat sich der kleine Genius redlich verdient. Am Ende hat seiner Durchlaucht das Spiel der Kinder nicht gefallen. Dass du immer das Schlimmste befürchten musst. Aber warum dann das Warten? Schon mehr als 3 Stunden? Sagst du nicht immer, dass man bei Eminenzen und Durchlauchten Geduld haben muss? Verzeih, lieber Mozart, der Kurfürst entschuldigt sich. Ich soll ihm das von ihm geben. Und er lässt sich noch einmal bei seinen Kindern bedanken. Er war tief bewegt und beeindruckt. Und wie sehr ihm die kleine Akademie gefallen hat, kann er sicher an diesem Geschenk ermessen. Eine Spieluhr. Wir mussten die Walze noch stechen lassen. Das Menuett von unserem kleinen Kompositeur. Zu gütig für seiner Durchlaucht, findet er nicht? Zu gütig natürlich, allzu gütig. Untertänigsten Dank, Graf Seeau. Der Genius schläft. Sichtlich erschöpft vom Kuss seiner Musen. Thank you.
Das ist sowas von schön. Danke. Warum? Weil die Komposition von mir ist. Ist nicht wahr. Wenn da mehr Instrumente reingehen würden, könnte man meine Musik um die ganze Welt transportieren. Aber vielleicht erfindet ja jemand so etwas. Man macht es auf, tut Musik rein, Klavier, Violinen, ganze Orchester, macht sie zu und schickt sie in die Welt. Das wäre schön. Macht die Augen zu. Hörst du? Das ist schön. Da seid ihr. Was macht ihr denn? Du sollst doch schlafen, Wolfgang. Wenn es aber so schön ist, Mama. Wir müssen morgen früh aufstehen. Nicht böse sein, Karl, aber auch du gehörst ins Bett. Aber ich freue mich so für den Wolfgang. Das kannst du aber morgen auch noch. Gute Nacht. Komm ins Bett. Wolfgang Amade, guten Morgen. Hast du gut geschlafen? Ich hab Hunger. Ich lass dir gleich alles bringen. Therese, was magst? Gibt Schokolade? Für große Künstler gibt's in diesem Hause nichts, was es nicht gibt. Und war schön beim Kurfürst gestern? Gespielt haben wir halt. Und hat's ihm gefallen? Ich glaub schon. Es wäre auch noch schöner, oder? Der Kurfürst hat ihm die Spieluhr da geschenkt. Ist nicht wahr. Doch, da steht's. Für Wolfgang Amade Mozart. Gehst du in die Schule? Warum? Ja, weil du lesen kannst. Das bringt mir alles der Herr Vater bei. Und lernst du gerne? Sehr. Was ist das, Karl? Dass du schon wieder weg musst. Ja, nach Wien. Ich muss der Kaiserin vorspielen. Da, wenn ich mit könnt. Wien, wir fahren nach Wien. Fahrgäste nach Wien. Frau Mozart, auf Wiedersehen. Herr Mozart, ich empfehle mich. Fährt den Annal und pass schön auf deinen kleinen Bruder auf. Dies für den Karl, Herr Vater, dass du mich nie vergisst. Aber die hat doch der Kurfürst dir geschenkt. Und ich schenke sie dem Karl. Kommst du wieder? Ja, Karl, bestimmt. Einsteigen Sie fix, wir fahren. Jetzt komm, Wolfgang. Vielleicht erfindest ja du das richtige Kastel. Was bildet sich dieser Kerl ein? Mozart. Ihr Sohn ist mein Untertan und hat zu komponieren, was ich ihm befehle. Dafür bezahlen wir ihn schließlich. Ich weiß, Exzellenz. Und warum tut er es dann nicht? Weil ihr nicht einen Kreuzer bezahlt habt. Wolfgang, ich bitte dich! Er hat die Stirn, mir ungefragt Gegenrede zu halten. Weiß er, wer er ist und vor wem er steht? Vor seiner Exzellenz, dem Fürsterzbischof zu Salzburg, Hieronymus Graf Colloredo. Bei dem die brotlose Ehre ich habe, ihm unbesoldet seit Wochen den Dienst als Konzertmeister zu versagen. Grund genug, um eine Beurlaubung anzusuchen, die es mir ermöglicht, Kraft meines Talents anderswo mein Brot zu verdienen. Was untersteht er sich? Verzeiht, Exzellenz, mein Sohn wollte nur... Meinen Lohn! Weil vom Lohn Gottes muss ich verhungern. Er entferne sich. Heißt das, ich kann gehen? Darf Salzburg verlassen? Womöglich für immer? Exzellenz, ihr wisst nicht, wie glücklich ihr mich damit macht. Exzellenz! Macht sich dieses Subjekt über uns auch noch lustig? Nichts lege mir ferner. Im Gegenteil. Denn ihr seid zu bedauern. Setzt ihr doch einen Mann vor die Tür, der dieser Stadt und dem Herrn im Himmel, den ihr auf diesem schönen Stück Erde vertretet, alle Ehre bereitet. Noch ein solches Wort und ich lasse ihn in Ketten legen. Wir befinden uns alle in den Händen des Herrn. Ich darf mich untertänigst empfehlen. Wer hat ihm erlaubt? Bringe ihn zurück, Mozart, auf der Stelle. Oder auch er verliert seine Stellung. Es ist raus! Wolfgang, komm zurück! Ich bedauere euch, Freunde. Hey. Ich kann gehen und ihr müsst in Salzburg bleiben. Wolfgang! Wolfgang! Weißt du, was du uns eben angetan hast? Seine Exzellenz kündigt uns beiden den Dienst auf. Ich danke Ihnen dafür.
Nicht nur dir, Wolfgang, auch mir. Dann danken Sie Gott auf den Knien, Herr Vater. Ein Brotgeber, für den sein Kapellmeister unter dem einfachsten Küchengehilfen rangiert, ist es nicht wert, noch nur eine einzige Träne nachzuweinen. Wolfgang, wovon sollen wir leben? Von meiner Arbeit. Wie wir das tun, seit ich denken kann. Ich werde meine Finta den bayerischen Kurfürsten zur Aufführung geben. Und wenn der Kurfürst deine Finta nicht will? Er wird sie wollen. Woher willst du das wissen? Weil es mir Graf Seeau geschrieben hat. Geschrieben? Ja, er liebt meine Oma. Du hast ihm geschrieben, ohne mich zu fragen. Mich, deinen Vater, hätte dies mir gestattet, Wolkau. Wolfgang. Sicher, bodenlos. Leopold, ich bitte dich, hör's auf. Du sagst also, dem Grafen Seeau gefällt deine Finta, die Giardinier. Nicht gefallen! Er liebt sie! Als würde der etwas von Musik verstehen! So viel wie sie allemal! Immerhin ist er Intendant vom Hoftheater und verdient mit seinem eigenen Haus ein gutes Stück Geld! Als wäre dieses Salvator-Theater ein Maßstab mit seinen billigen italienischen Opern! Deswegen will er die Finta ja! Ja, aber die hast du ja noch gar nicht fertig! Ihm hat der erste Aufzug genickt. Ich lass uns von dir nicht meinen guten Namen ruinieren! Es ist mein Name! Herr Vater! Ihr sollt aufhören! Du musst auch ans unmusikalische Publikum denken, wenn du schaust, dass der Kurfürst auch alles hört, was du kannst. Sonderheiten in den Fugen, Kanonen. Kontrapunktskompositionen, da bin ich mir sicher. Erst muss ich Audienz bei ihm kriegen. Naja, das versteht sich. Aber wenn du dem Grafen Seeau so richtig ums Maul schmierst, gibt er dir gewiss Protektion. Ich denke, der Graf Seeau... Das habe ich doch nicht so gemeint. Wolfgang. Aber auch mit den anderen Kavalieren wird's höflich sein heißen. Denn da hört dann jeder sein Maul im Ohr seiner Durchlaucht. Lieber Herr Vater, ihr seid so amüsant, dass man Pomeranzen scheißen möchte vor Vergnügen. Und natürlich die Damen bei Hof nicht vergessen. Natürlich. Das ist doch... Ja, damit ich dich nicht vergesse, wie du gesagt hast. Ja, reinspaziert. Der Vater sagt, das ist akkurat das Zimmer, in dem du damals mit Nana gewohnt hast. Wie geht's dir? Älter wird's. Und runder wird's. Und deine Oper ist fertig, hast du gesagt? Beinahe zumindest. Da und dort muss ich noch etwas verändern. Aber im Ganzen? Du kannst Noten lesen? Du schaust. Und ich spiele auch ganz miserabel die Geige. Und wenn... die Genieflammen ihres Sohnes einem Altarfeuer weichen werden, das in Weihrauchwolken gen Himmel steigt, so muss er einer der größten Komponisten werden, die jemals gelebt haben, Mozart. Verzeiht mir bitte, Graf Seeau, aber untertänigst erlaube ich mir wieder zu fragen, ob Ihre Bewunderung nicht zur Auszahlung eines dringend benötigten Akkontos führen könnte. Warum vergesse ich das immer, Balthasar? Es muss wirklich entsetzlich sein, so am Äußersten leben zu müssen. Hätte Ihr Sohn nur ein wenig von zu Hause und könnte mit einer kleinen Beihilfe bleiben, ich hätte in der Tat nicht übel Lust, ihn zu halten. Und dann fängt sie an. Und? Wie war's beim Herrn Hofintendanten? Leutselig war und ganz hübsch findet er deine Buffa. Aber einen Vorschuss gibt's erst, wenn du damit fertig bist, Wolfgang. Jetzt ist er auch so ein Sauschwanz. Du hast gesagt, er liebt deine Oper. Er hat es mir geschrieben. Mir auch mit blumigen Worten bestätigt. Aber Geld. Er hat die Premiere auf den 25. angesetzt. Das wird mein schönstes Weihnachtsgeschenk. Das du dir erst verdienen musst. Also los, an die Arbeit. Erst muss ich mit Karl unser Wiedersehen feiern. Das könntest du, wenn die Oper fertig ist, immer noch. Meiner ist ganz genauso. Karl, tu das nicht. Karl, was machst du?
Aber Lob! Dabei kommt Papa für mich gleich nach dem Herrgott. Am besten wäre, sich tät weggehen von da. Aus München? Ja. Und nimmer unter seiner Schikane stehen. Das meinst du nicht im Ernst? Wo München so schön ist. Für mich ist München wie für dich Salzburg. Ich hab's. Was? Die Aria. Schon wieder nicht geschlafen? Wieder? Ich soll den Zahnschmerzen haben! Ich bring dich zum Doktor. Sag's doch was, Karl! Ich muss doch... Gar nichts musst. Du hast Fieber. Ich muss zur Probe, sonst versaut's mir noch alles. Und? Wieder nix. Bei der Premiere, hat er gesagt. Geht's dir noch nicht besser? Als wäre das wichtig. Wo ist die Premiere jetzt? Hat er was gesagt? Im Salvator-Theater. Was? Er hat doch versprochen. Er sagt, er kann kein Wagnis eingehen. Und wenn er dann nicht bezahlt? Weil es keinen Effekt macht, Herr Vater. Bist nicht nur du nicht berühmt, sondern ich, der ich's wissen soll, völlig verarmt. War das ein Jubel? Hast du so viel Bravo und Bravo schon einmal gehört? Seine Musik ist göttlich. Sie wird diese Welt verändern. Sie wird die Zeit stillstehen lassen. Trotzdem gebe ich zu bedenken, dass seine Durchlaucht nicht sehr erfreut sein werden darüber, dass dieses Spektakel in eurem und nicht in seinem Hoftheater stattfand. Und wenn ihr bessere Opern gebt als er... Das ist ja die Tragödie an diesem Triumph. Ich werde ihn wegloben müssen. Ach, Balthasar, man müsste als Kurfürst geboren sein. Um sich dieses Wohlfall leisten zu können. Bekommen die Ohren des Plebs das schönste Musikstück, das je komponiert, wie ihr sagt, Graf Salan, vor uns zu hören? Empört! In der Tat. Durchlaucht. Graf Seau, Durchlaucht. Gestatte mir, einen guten Morgen zu wünschen, Durchlaucht. Aber ich gestatte nicht. Da ich nicht weiß, was an diesem Morgen gut sein sollte, erzählt mir doch gerade Graf Salan, dass er in Ihrem Salvator-Theater einem elementaren Ereignis beiwohnen durfte. Ich bin entzückt, das zu hören, Graf. Ich überhaupt nicht. Wenn diese Finta das ist, wofür der Graf kaum Worte findet, muss ich mich nämlich fragen, warum ich Ihr unnützes Theater mit 9000 Gulden im Jahr unterstütze. Erlauben, Durchlaucht. Es wäre ein unverantwortbares Wagnis gewesen, Ihre Durchlaucht mit der Oper eines so jungen und unerfahrenen Kompositeurs zu konfrontieren, ohne vorher die Probe aufs Exempel gemacht zu haben. Und dass die Finta ein solcher Erfolg werden würde, konnte ich aufgrund des Studiums der Partitur allen Ernstes nicht ahnen. Und warum hat er sie uns nicht zu lesen gegeben? Weil ich Ihre Durchlaucht, sollte das Wagnis gelingen, mit einer Akademie überraschen wollte. Wie ist es Ihnen bloß gelungen, solch eine große Begabung an Ihrem kleinen Hof zu verstecken, Exzellenz? Noch ein bisschen Handwerk und ein paar Jahre Erfahrung und dieser Amadee wird die Musik neu erfinden. Oh.
nicht böse sein, Exzellenz, aber ich glaub, Ihr kleines Salzburg ist ein bisschen zu klein für ein Genie dieser Größe. Verzeihung, Leuchter. Ah, der junge Herr Kompositeur. Gerade habe ich es dem Herrn Fürsterzbischof gesagt, er gehört nach München, statt an der Salzach einem unbeachteten Tod entgegenzudämmern. Bedanke mich untertänigst, kurfürstlicher Hoheit. Wir sind hocherfreut, dass ein Untertan unseres Landes uns so viel Ehre macht und weiterhin bei uns im Dienste stehen wird. Was hat er gesagt, verdient er in Salzburg? Nichts. Außer den Lohn Gottes, Euer Durchlaucht. Die Wege des Herrn sind unergründlich. Treibt er den lieben Mozart doch direkt in unsere Arme, Exzellenz. Na? Wie steht's, Graf Seeau? Wollen Sie mir den Herrn Kompositeur überlassen oder muss ich erst Ihr nettes Theater abbrennen? Angesichts dieser Drohung ist es mir eine Ehre, Herrn Mozart protegiert zu haben. Und uns eine Freude, ihn in München willkommen zu heißen. Halleluja! Dank dir, Herr im Himmel! Du hast meine Gebete erhört! Meine Musik hat deinen Durchlauf betört! Es tut mir leid, nicht mehr böse sein, Papa, aber ich hab's gewusst! Ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst, ich hab's gewusst! Aber ich bitte euch, warum denn? Weil ich gegen mein gewisses Schicksal spiele. Ich lobe diesen Genius doch nur weg, weil ich weiß, dass ich mein Salvator-Theater sonst schließen müsste. Es würde ja kein Mensch mehr kommen. Deshalb weint ihr. Ja, weil es eine Schande ist. Eine Schande. Wozu könnte Mozart diese Stadt machen, wenn ich nicht zuallererst an mich selbst denken müsste? Ich verhindere, wo meine vornehmste Pflicht wäre, zu befördern. Ja, du hast ja recht. Wenn es Gottes Wille ist, wird dieses begnadete Kind auch ohne meine Protektion die Welt erobern. Respekt, Amadi. Revanche, mein Herr. Ich setze 10 Gulden. Der verspielt dann immer noch das ganze Honorar auf, das er so lange hat warten müssen. Dann würde ich schleunigst die Rechnung kassieren. Wolfgang, hör auf. Ich bitte dich. Ja, ich fange doch gerade erst an. Kreuzschwere Not, ich lass eine fahren. Kommt mir doch gerade. Nur noch 2 Minuten und meine nächste Oper ist fertig. Karl, wie findest du das? Bin schon da. Ja, worauf wartet ihr, meine Freunde? Eure Einsätze, bitte. Ah, Scheiß ins Bett, das kracht. Was ist das? Ja, ist's möglich, ihr Götter? Mein Ohr betrüge mich nicht. Es ist deine Pflicht. Kurios. Warum nicht? Ha, ich muss zum Heiligen Kreuz schauen, ob er noch dranhängt. Bum, 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 bum. Haut mich um. Wolfgang! Aufwachen! Was? Wolfgang! Ein Brief vom Grafen! Lies vor! Das wird meine Ernennung sein! Was ist? Der bayerische Kurfürst lässt dir empfehlen, dich erst in Italien berühmt zu machen, bevor er dich anstellt. Aber da war ich doch längst. Bin Mitglied der Akademie von Bologna und vom Papst zum Ritter vom goldenen Sporn geschlagen. Und hier. Zu unserem Glück gibt's den Erzbischof Heifel. Nach Salzburg bringe mich keine 10 Pferde, Herr Vater. Der Erzbischof weiß jetzt, was er an dir hat. Und deshalb soll ich für einen Hungerlohn zweiter Kammermusiker werden. Aber er nimmt dich nach allem, was du ihn hast anschauen lassen, in Gnaden wieder auf. Dafür solltest du dankbar sein. Dankbar. Ich will frei sein, Papa! Wolfgang, ich bin mit dir nicht durch ganz Europa gereist, damit du ein fahrender Musiker wirst. Und was waren wir da? Fahrende Musiker.
und konnten von meiner Arbeit, denn das Geld auf unseren Reisen habe ich verdient, ganz gut leben, Herr Vater. Du versündigst dich. Ich nenne das Kind nur beim Namen. Das ist ungerecht, Wolfgang. Denn ohne deinen Vater wärst du nicht, wo du heute bist. Und in ein paar Jahren? Wer weiß? Ein paar Jahren? In mir brennt es, Karl! Ich will hier und jetzt geachtet werden und nicht in ein paar Jahren! Gesegnete Mahlzeit. Jesus sei unser Gast und segne, was du uns beschenkt hast. Amen. Zweieinhalb Jahre, Herr Vater. Zweieinhalb Jahre ohne Besoldung. Zweieinhalb Jahre Demütigung. Ihr müsst doch einsehen, dass Salzburg kein Ort für mein Talent ist. Du hast recht, Wolfgang. Es ist schändlich. Aber wovon willst du leben? Der Erzbischof verwehrt mir jeglichen Urlaub. Dann fahre ich allein. Wo du dir nicht einmal ein Chapeau selber binden kannst? Frei, Mama! Endlich frei! Nicht mehr nach Pfeifen tanzen müssen, die nicht gestimmt sind. Und der liebe Herr Vater tut mir leid, aber Frau Mutter, nichts ist wahr! Lass mich runter! Schluss! Ich bin eine alte Frau. Aber die schönste, die ich kenne. Hört ihr? Von wem ist denn das Stück? Vom Meister Mozart. Habt ihr das gehört, Mama? Vom Meister Mozart. Aber das ist doch viel zu viel. Ach was. Was ist Geld für die Freude, die es mir gerade gemacht haben, Freunde? Danke. Ich hab zu danken. Immer in meinem schönsten Humor, wenn ich bei dir bin. Und mir ist federleichtzeitig von der Schikane dieses Untiers weg. Und wenn er der Kurfürst nicht Audienz gibt, dann wird mir Graf Sie auch helfen. Der, nicht der Schwarze unter dem Nagel, würde ich auf den geben. Da ist seine Kutsche. Das ist Herr Wodischka, wenn ich vorstellen darf. Hofmusikus und Kammerdiener. Den Herrn Mozart kennen Sie. Ja. Ich weiß gar nicht, wie Ihnen danken. Ja, da gibt's noch gar nichts zu danken, verehrter Herr Mozart. Aber ich will mein Bestes versuchen. Danke. Und alles Glück der Welt, Wolfgang. Kommen Sie. Der Herr gehört zu mir. Da müsste ja blöd sein, der Kurfürst, ein Kompositeur wie Sie. So, das Hochamt ist um 10 und nicht lang zaudern, Herr Mozart. Grad frei raus mit der Sprache. Natürlich höflich. Natürlich. Sehe ich recht, ist das der Herr Mozart, Wodischka? In Person am Durchlauch. Und was treibt ihr zu uns? Euer kurfürstlicher Durchlaut, erlauben, dass ich mich untertänigst zu Füßen legen und meine bescheidenen Dienste antragen darf. Schön und gut, liebes Kind, aber es ist keine Vakatur da. Leider. Ich würde München gewiss Ehre machen. Tut mir leid, lieber Mozart. Aber wie gesagt, es hat keine Vakatur. Außer der Wodischka. Gebt ihm seine Stelle. Befehle mich, liebster Mozart. Da heißt's leider Wartbuken. Keine Vakatur? Der Kurfürst Wolf könnte eine Kuh zum Minister machen. Da haben wir den falschen Tag erwischt. Dann sollen halt alle Huren feuerbrunzen. Ja. Wolf, ich bitte dich, trink nicht zu viel. Wolf, bitte! Wolfgang, sei nicht ekelhaft! Auf, Fürst Erzbischof Graf Kolorit! Den Kurfürst Max dem Dritten Josef von Bayern und alle anderen Fürsten und Dämmen! Stark bist und zuerst! Einfach den Kopf so hängen lassen!
Der Herr Wodiczka hat recht. München darf dich nicht ziehen lassen. Wozu habe ich mit dem geistlichen Rat Herrn Kolmar... Schon wieder so ein Fatma! Du sollst stark sein! Wozu habe ich mit ihm eine Gesellschaft zur Unterstützung von Künstlern gegründet? 170 Leute machen damit. Und wenn ich denen sage, dass wir nur 10 Mäzene zusammenbringen müssen, von denen jeder Einzelne für dich 10 Dukaten im Monat einzahlt, dann macht es 600 Gulden im Jahr. Davon könntest du leben. Und wenn's was verdienst, dann zahlst du es halt mit Zinsen zurück. Und die 10 Leute finden wir, Herr Mozart. Da bin ich ganz sicher. 600 Gulden. Da kann ich im Adler gerade mal 3 Monate wohnen. Ohne Essen und Trinken. Dann wirst du dich halt bescheiden müssen. Und dann kannst du endlich vor einem Publikum spielen, das dir wirklich zuhört. Bescheiden. Da trinke ich lieber noch 10 Karaffen. Scheiß auf München. Fahr nach Paris und mach mich dort berühmt. Karl, eine Runde für alle. Wenn der Herr Albert, wie er sagt, vielleicht gar noch mehr Mäzenaten zusammenkriegt und du dem Grafen Seeau deine Dienste anbietest, dann... Bei dem war ich doch schon. Dem könnte ich höchstens seine Provinzprimadonnen abrichten für 10 Dukaten die Woche. Oh Gott, ist mir übel. Du bist aber wirklich selber schuld, Wolferl. Ja. Wie an alle. Ich werde Opern schreiben. Große Opern. Wann begreift ihr mich endlich? Wenn sie aber keiner haben will, wann begreifst du das endlich? Ich will allein sein. Hochmut kommt vor dem Fall, Wolferl. Glaub mir. Bin ich hochmütig, weil ich weiß, was ich wert bin? Mir geht's nicht ums Geld. Ich will nur endlich geachtet werden. Dann tu, was der Herr Albert dir sagt. Er heißt nicht umsonst der gelehrte Herr Wirt da in München. Komponieren für den einfachen Mann. Wie soll ich euch damit ernähren können? Vielleicht gibt dir der Herr Weber beim Mannheimer Kurfürstenproduktion. Ich in Mannheim, Mama. Ich muss nach Paris. Die Welt erobern. Schon recht. Was wohl aus seinen Töchtern geworden ist? Etwas Hübsches, hoffe ich. Ich denke, du bist in dein Bäsle verliebt. Ich hab es über die Ohren. Denn ihr habt mich geboren. Stützen, Aloysia, stützen. Von hier muss die Stimme kommen. Und nochmal. Und atmen. Lass dein Zwerchfell schießen. Es muss überall Luft sein. Hier, hier und hinten. Spürst du es? Ja. Sehr gut. Gleich nochmal. Und atmen. Nicht hier, hier unten. Von ganz tief unten muss die Stimme kommen. Mit der rechten Atmung wird keine Note gezwungen, kein Ton gewollt klingen. Leichtigkeit wird deine Stimme zieren. Und jetzt die Aria. Hast du? Deine Stimme klingt göttlich. Nochmal. Ich kann nicht. Aber warum, meine Liebste? Weil mein Vater... Was hat dein verehrter Herr Vater? Er ist krank und wir können den Doktor nicht bezahlen. Ja. Aber warum sagst du das jetzt erst, du dummes Kind? Wie viel brauchst du denn? Da. Nimm. Nimm alles. Aber
Wolfgang. Kein Aber. Wenn du wüsstest, was du für mich bist. Ich bin leider kein Dichter und kann die Redensart nicht so künstlich einteilen, dass sie Licht und Schatten gibt. Bin auch kein Maler, kann meine Gefühle nicht mit dem Pinsel ausdrücken, aber ich kann es durch Töne, durch Musik. Und diese Musik will ich von Stund an nur einem einzigen Menschen weihen. Dir, Aloy. Der Papa braucht Ruhe, Aloysia. Du musst dich um ihn kümmern. Nicht böse sein, Wolfgang. Wie könnte ich dir böse sein? Was hast du? Ich finde gemein, was er mit Aloysia macht. Gemein? Ich werde sie zur größten Sängerin ganz Europas machen, Konstanze. Was soll daran gemein sein? Er hat sie geküsst. Ja, scheiß ins Bett, das kracht. Ich werde in Paris berühmt werden, Aloysia. Und dann werde ich nur noch für dich da sein. Dich aus Mannheim entführen und mit dir den Rest meines... Und dann werde ich dich heiraten. Ach, Wolfgang, dass du nie ernsthaft sein kannst. Ich mein's aber ernst. Dann musst du aber auch wirklich berühmt werden. Heißt das? Dass du dir mit dem Berühmtwerden nicht so viel Zeit lassen solltest. Du solltest jetzt schlafen, Wolferl. Ich schreibe unsere Hochzeitsmesse. Du weißt doch, was der Vater von den Weberschen hält. Mein Vater. Wenn er mich gefragt hätte, ob er sie heiraten darf, hätte ich ihm ihretwegen Nein gesagt. Du bist lieb, aber ich muss jetzt schlafen, Wolferl. Die Kutsche geht zu früh. Ich werde ganz leise sein, Mama. Wolfgang? Seit wann nennt ihr mich Wolfgang? Ich habe Angst. Aber wovor denn, Mama? Davor, dass ich nicht mehr aufpassen kann auf dich. Dann werde halt ich auf sie aufpassen müssen. München! Wir sind in München! Wolfgang! Was ist dir denn? Meine Mutter ist in Paris gestorben. Vater? Ist ein gebrochener Mann. Du musst zu ihm. Ich weiß. Und er war Paris. Fragt ihr das im Ernst? Hast du Erfolg gehabt? Erfolg schuftet habe ich, um die Ärzte bezahlen zu können. Genützt hat sie nichts. Armer Papa. Jetzt bist du mein Leben. Die Mama hat ein schönes Grab erwartet. Dass ich irgendwann vielleicht mal sehen werde, hoffe ich.
Sie wünschen? Wolfgang Amadee Mozart. Ich möchte dem Grafen Seeau meine Aufwartung machen. Ja? Herr Mozart, euer Gnaden. Mein geliebter Mozart. Sie Armer, ich hätte ihm doch meine Kutsche geschickt. Aber nicht doch, mein Lieber. In meine Arme, verlorener Sohn dieser herzlosen Stadt. Willkommen. Er ist ja ganz durchnässt. Und mein Beileid natürlich. Danke, Ergebnis. Balthasar, trockene Sachen für unseren Genius. Gleich morgen. Was heißt, gleich heute werde ich seiner Durchlaucht der Neuen. Er weiß ja sicher, dass Max den Dritten die Blätter. Tragisch. Um ehrlich zu sein, große Hoffnungen kann ich ihm leider nicht machen. Hat er doch alle seine Musiker von Mannheim nach München mitgebracht. Allen voran Kanarbich. An den kenne ich. Er ist mir in meinen Mannheimer Tagen ein guter Freund geworden. Immerhin etwas. Das könnte helfen. Hat er doch fast jede Stelle doppelt besetzt. Und ich kenne den Neuen, also den Pfälzer, den Wohlbeleibten, ja, erst seit ein paar Wochen. Diese Stimme kenne ich. Ja, die Webersche hat mir erzählt, dass er in Mannheim ihr Lehrer war, mein Lieber. Sie ist hier? Ja, sie wohnt und arbeitet in meinem Haus. Und an ihrer Karriere, die er ihr prophezeit hat. Kann ich Sie sehen? Aber natürlich, mein Lieber. Balthasar. Vorstellung, Wolfgang. Dann danach. Dann muss ich zu Bett. Ich habe morgen früh Probe. Nur eine Stunde. Eine halbe. Selbst eine Minute wäre der Himmel für dich. Du hast Audienz gilt. Audienz, Audienz! Weißt du, wer in der Stadt ist? Du wirst mir es gleich sagen. Die Aloysia Weber. Ja, das weiß ich. Die singt die Andromaka im Residenztheater und noch ein paar andere Partien. Ja, und das sagst du mir nicht. Ja, warum sollte ich? Weil sie die Frau meines Lebens ist und ich sie heiraten werde. Karl, sie wird die Welt mit ihrer Stimme erobern und ich werde ihr ihre Arien schreiben. Und wo? Ist doch egal. In Rom, in Neapel, in Prag. Wo du sie getroffen hast, meine ich. Beim Grafen Seeau. Stell dir vor, er hält so große Stückchen auf sie, dass er ihr sogar Logis in seinem Palais gibt. Und sie liebt dich? Sie liebt meine Musik. Wie kann sie da anders, als auch mich zu lieben? Und Kerzen, Karl. Viel mehr Kerzen. Aloysia muss sich fühlen wie im Himmel. Eine Stimme, die einem vom Ohr direkt in verzeiht, werte Gräfin, in die Hose fährt. Verzeiht mir, mein Kind. Aber ihr bringt selbst einen alten Mann wie mich noch in Bewegung. Vielleicht kann ihre Stimme auf diesem Weg unseren alten Grafen von seinen Nierensteinen befreien. Nein, dass ihr euch um solch mindere Steine kümmert, bringt mein ganzes Weltbild ins Wanken, werte Gräfin. Vielleicht sollte ich sie auf ein Collier ziehen lassen und euch somit seiner Durchlaucht ein wenig entziehen. Contenance, wenn ich bitten darf. Aber es ist nicht nur der Klang von Mademoiselle Webers Organ. Es ist auch das zarte und doch so kraftvolle Volumen desselben. Die Höhen, die Tiefen. Ein Geschenk der Natur. Das, wenn ich recht informiert bin, Wolfgang Amadee Mozart geformt hat. Sie ist verliebt in ihn, hört man? Ich schätze Herrn Mozart. Er war der Erste, der an mein Talent geglaubt hat. Und wird bestimmt nicht
der letzte sein. Sie wird nach Wien gehen, sagt sie? Graf Seeau meint, dort stehen mir größere Türen offen. Das Tragische ist, dass unser geliebter Mozart ihr an die angeblich blaue Donau zu folgen gedenkt. Dies zu verhindern sollte uns doch gelingen. Da stehen Ihnen andere Mittel als mir zur Verfügung. Sie sind unmöglich. Dann versuchen Sie bitte, es möglich zu machen. München darf dieses Genie nicht verlieren. Euer durchlauchtigste Durchlaucht sind nun schon die zweite, der ich das klarzumachen versuche. Ich flehe Sie an, aufs Laken. Sie sind wirklich unmöglich. Ich muss Sie jetzt leider verlassen. Ich leide mit Ihnen und Ihrer Jugend unter dem Gewicht Ihrer Pflichten. Sie sind mehr als unmöglich. Balthasar. Aber Mozart zu halten, wird uns gelingen. Seien Sie meines Dankes jetzt schon gewiss. Und des Dankes ganz Münchens. Gute Nacht, mein Kind. Und sehe Sie sich vor älterem Adel vor. Dass ausgerechnet Sie ihr das sagen, finde ich très amusement, liebe Freundin. Wohlige Nacht zu wünschen. Und grüßen Sie mir Ihre durchlauchtigste Durchlaucht. Mozart bleibt an der Isar. Das verspreche ich Ihnen. Jetzt zu den Organen. Singe, mein Engel. Was denn? Was du willst, aber mit allen Organen. Ist sie nicht göttlich? Geh jetzt schlafen, du Dümmling. Es wird nichts mehr, Wolfgang. Und du hast wirklich schon genug verloren. Sie wird nach der Vorstellung halt doch gleich zu Bett sein. Ja. Entschuldige. Aber der ist gerade gekommen. Angeblich wichtig. Mach ihn auf. Josefa, Gräfin von Paumgarten, bitte dich übermorgen zum Frühstück. Sie bittet mich? Karl, da muss ich dringend zum Schneider. Sie blenden? Erblinden und ihr noch schnell eine Arie finden. Wolfgang Amadeus Mozart, euer Gnaden. Ich lasse bitten. Jetzt schon meinen untertänigsten Dank, meine über alles verehrte Gönnerin. Ich habe ihm zu danken, dass er es möglich machen konnte, zu kommen. Wenn ihr wüsstet, wie mir eure Zeilen... Es ist das erste Mal seit meiner Finta, dass mir ein Münchner Herz entgegenschlägt. Noch dazu ein Herz, das in einer Brust schlägt. Verzeiht mir, aber ich schätze mich glücklich, nicht einer dieser Spiegel zu sein. So viel Schönheit jeden Tag erblicken zu müssen, ließe mich auf der Stelle erblinden. Er ist zu jung, mir schmeicheln zu müssen. Und ich habe ihn nicht zu mir gebeten, um Floskeln auszutauschen, sondern hoffe, dass er mir, das heißt seine Durchlaucht, eine Bitte zu erfüllen, in der Lage ist. Jede der Welt, verehrte Gräfin. Seine Durchlaucht und ich würden uns eine Messe aus seiner Feder wünschen. Eine Messe? Für seine Durchlaucht und euch? Ja, da schreibe ich eine für seine Durchlaucht und drei für euch, werte Gräfin.
Mozart! Hübsch! Erstaunlich, was in so einem kleinen Kopf alles drinsteckt. Geduld, Amadee, Geduld. Die habe ich seit 20 Jahren, Kanari. Ich kenne die Gräfin. Das Fräulein Weber wird aber nach Wien gehen, höre ich. Woher wisst ihr das, Gräfin? Vom Herrn Hofintendanten. Er fürchtet, dass er ihr folgen wird. Wird er das, liebster Mozart? Ich kann ohne sie nicht leben, Gräfin. Und ich dachte, seine Liebe gehöre einzig seiner Musik. Wirklich schade, gerade jetzt, wo seine Durchlaucht eine Karnevalsoper bei ihm in Auftrag geben möchte. Ihr scherzt. Dazu ist mir das Fördern eines Künstlers von seinem Range eine zu ernste Sache. Wie kann ich mich nur bedanken? Indem er eine Oper schreiben wird, wie sie die Welt noch niemals gehört hat. Das werde ich, denn mir steht mein Gefühl. Wisst ihr, dass ihr der erste Mensch am Hof seid, der an mich glaubt? Und seine Aloysia? Ist vielleicht noch zu jung, um wie ihr in die tiefste Tiefe hören zu können. Er bleibt uns also erhalten. Nicht nur ich, auch Aloysia. Was soll sie denn in Wien, wenn sie hier eine Oper von mir singen kann? Ich wünsche es nicht nur ihm, sondern auch uns, lieber Mozart. Und jetzt erhebe er sich endlich. Nochmals Dank. Untertänigsten Dank. Ihr gestattet, dass ich mich ergebenst entferne. Wo will er denn hin? An die Arbeit. Und ich muss es Aloysia sagen. Zum Fräulein Weber möchte ich. Fräulein Weber ist abgereist. Abgereist? Graf Seeau hat sie persönlich nach Wien gebracht. Wichtig ist jetzt einzig deine Musik. Und hör auf zu trinken. Recht hat er, der Herr Vater. Aber ich liebe sie. Was wirst du mit einer Frau, die nur ihre Karriere im Kopf hat, hä? Dich hörnen lassen? Oder ganz München darüber redet, dass sie beim Grafen Seeau nicht mehr gewohnt hat? Ich werde meinem Bäsle schreiben. Wem? Die einzige Frau, die mich wirklich geliebt hat. Und du glaubst, dass das jetzt das Richtige ist? Du solltest besser an deine Oper denken. Deswegen, Karl. Deswegen. München, wir sind in München. Ma très chère Cousine! Ma fille, ma mère du ciel! Dann hat mich mein Brief erreicht und erweicht. Hat mich das Bäsle immer noch so lieb wie ich das Bäsle? Wolfgang! Oh ja, sie hat ihn! Den Sauschwanz-Rosenkranz! Oh, mein Gruß, Fex-Hex, bis ans Grab, wenn ich's Leben hab. Karl! Küche und Keller, schnell und schneller! Scheiß ins Bett, das Grab! Die ganze Nacht! Ma chère Cousine! Wir sind auch Gott Lob und Dank recht gesund, Hund. Mhm. Sie machen mir kund, sie geben deutlich am Tage, sie verlangen, sie begehren. Und ich werde sie erhöhen. Sie wünschen, sie wollen, sie mögen sie. Regen im Segen. Und ich werde einen Wolf machen und lass einen krachen. Guten Morgen, meine Herrschaften. Wünsche nicht zu gut geruht zu haben? Da kann ich dich beruhigen, Retter der Liebenden. Mm.
Und mit so einem Sauschwanz bin ich befreundet. Was für ein Glückspilz Sie sind. Ja, das finde ich auch. Weißt du, wer gerade angekommen ist? Nein. Ignaz von Beke. Der fürstlich-Oettingen-Wallensteinische Musikintendant. Er hat gehört, dass du da bist und will mit dir spielen. Der Beke? Ja. Mein Vater will eine Wette ausgeben, wer von euch zweien der Bessere ist. Also wenn es dich anstrengst, Wolfgang, kannst du am Ende doch noch deine Rechnung bezahlen. Ach, jetzt fängt schon mein bester Freund an, über Pecuniaris zu reden. Und gegen den Mann zu verlieren, wäre eine Ehre. Winter Beke, wollt's wissen? Ihre Stimmen, meine Herrschaften, für Herrn von Beke. Und für Herrn Mozart. 13 zu 17 für Herrn Mozart. Das nenne ich Quote. Für dich. Jetzt auf einmal. Was? Der Coloredo bietet mir eine Stelle als Konzertmeister und Hoforganist an. Und das auch noch wohl besoldet. Und befiehlt mich nach Salzburg zurück. Aber da können's mich, Exzellenz. Da müsste ich verrückt sein. Fürstbischöfliche Gnaden. Da ist drauf geschissen. Was ist? Die Gräfin.
Ja, was schreibt's? Der Kurfürst hat die Karnevalsoper an jemand anderen vergeben. Das war's dann wohl, München. Bleibt ihr jetzt für immer? Statt dass froh sind, dass uns jemand die Haushaltung macht. Pfaffenschnitzel. Herr Vater Pizzi. Bleh. Weil es war es. Ganz Augsburg zerreißt sich das Maul über ihre Geschichte mit dem Domherrn. Mein Bruder traut sich ob der Schand nicht mehr auf die Gasse. Meint es nicht so, Anna Thekla. Wolfgang? Mhm. Ich bin in der Hoffnung. Wirklich? Domherrn. Ich kann nicht bleiben. Aber was ändert das? Alles. Wartest du denn jetzt schon auf den Auftrag? 2 Jahre. Ich muss raus hier, Herr Vater. Sonst ersticke ich. Ja, hast du zumindest ein Auskommen, Wolfgang. Aber was für eines. Und was hatte der Kurfürst für deine Messe bezahlt? Und die Kurfürstin für deine 6 Sonaten? Mehr als der Fürsterzbischof in den letzten 2 Jahren. Herr Kapellmeister Mozart mit Sohn. Seine Exzellenz lässt jetzt bitten. Zum 55. Mal dieselbe Kantate. Haben Exzellenz das tatsächlich bemerkt? Was erlaubt er sich, eher Subjekt? Nur zu bemerken, dass Exzellenz auch nur für eine gezahlt hat. Hinaus. Ich will ihn nie wiedersehen. Ich erlaube mir, untertänigst zu danken. Exzellenz. Er kann von Glück sagen, dass wir ihn nicht auch aus unseren Diensten entlassen. Untertänigsten Dank, Exzellenz. Hab ich eine Freude gehabt? Ich erst. Und diesmal hast du auch bestimmt den Auftrag. Sogar einen Vorschuss habe ich. Dann wohnst du in der Suite diesmal. Da steht seit neuem ein Flügel drin. Da kann der Herr Vater allen erzählen, dass der große Kompositeur Wolfgang Amadeus Mozart drin gewohnt hat. Und auch entsprechend verlangen. Frei will ich sein. Ein freier Künstler. Ich denke, du hoffst auf eine Stellung als zweiter Hofkompositeur. Hoff ich? Nimmer. Der Kurfürst, der Fürsterzbischof, ja selbst der Kaiser in Wien, da drehe ich die Hand nicht um, Karl. Wollen Sie ja doch alle nur Speichellecker, die schreiben sollen, was in Ihre Taubenohren reingeht. Paumgarten, ja, das wäre eine Fürstin, der sich lohnte zu dienen. Und dem See auch vielleicht. Aber sonst? Nein, ich werde nur noch komponieren, was allein aus mir kommt. Wie redest du denn auf einmal? Wie ich denk. Und weil ich weiß, was ich kann. Und wenn du meinen Idomeneo hörst, wirst mich verstehen. Thank you.
musst jetzt was essen. Muss ich nicht. Du kannst doch nicht die ganze Zeit nur arbeiten. Kann ich doch! Und glaube mir, Karl, es fällt mir leichter zu komponieren, als es nicht zu tun. Magst du hören? Was ist, Herr Raff? Bei allem Respekt, aber so was Neutönerisches kann man einfach nicht singen. Das macht ja auch nicht den geringsten Effekt. Können Sie das wiederholen? Einfacher gesagt, dieses Quartett ist ein Schmarrn. Das wagen Sie mit Ihrer abgehalfterten Stimme. Sie singen doch hier nur, weil Graf Seeau spart. Wenn's nach mir gegangen wäre und ich das Geld hätte, hätte ich den Berger aus Wien kommen lassen. Endlich, sagt sie mal einer. Und wenn ich nur eine einzige Note wüsste, in diesem Quartett zu ändern wäre, ich würde es auf der Stelle tun. Es ist aber nichts zu verändern, Herr Raff. Weil es das Beste ist, was ich je komponiert habe. Also hören Sie es einmal zusammen, dann werden Sie anders reden. Also gut. Weil Sie heute Geburtstag haben, will ich es probieren. Wie alt wird er denn heute? Ein Vierteljahrhundert und ein Oeuvre für 200 Jahre. Aber Erfolg? Erfolg wird das keiner. Eine fast schon vergessene Geburt aus Salzburg, dieser Mozart, wie es mein Freund Qualio so trefflich
Das haben Sie gesagt. Ignoranten, Deppen, Quali und diesem hirnlosen Bühnenmaler und dem Herrn Ballettdirektor steigen Sie in den Hintern und von uns wissen es nicht einmal, wer wir sind. Aber wir wissen es und das ist Hauptsache. Und die Gräfin Paumgarten weiß es. Und ab heute hoffentlich der Kurfürst auch. Ganz recht. Ich nehme an, Sie haben den Jubel gehört, Herr Raff. Graz hat mir der verehrte Graf von der Leyen, der Applaus und die Bravos hätten einzig uns Künstlern gegolten. Danke ergebenst, verehrte Gräfin. Er weiß, dass ich sehr viel von ihm erwartet habe, lieber Mozart. Aber ein solches Wunderwerk haben wir, hat diese Stadt bei Gott nicht verdient. Ein bisschen zu viel Noten waren es. Ein bisschen zu viel Noten. Genauso viel wie nötig waren, durchlauchtigste Durchlaucht. Wie auch Herr Raff es vorher richtig bemerkt hat, neutönerisch Mozart. Diese Uhr wird ihn hoffentlich immer an diesen Tag erinnern, weil wir sind guter Hoffnung, dass er noch recht vieles dazulernt. Wir haben sie für ihn gravieren lassen. Zu gütig. Ich werde Sie, wenn es erlaubt ist, man kriegt als kleiner Kompositeur ja andauernd Uhren von London bis Neapel meiner Sammlung anheimgehen. Und wenn Ihre Hoffnung nichts fruchten sollte, werde ich mit der euren beginnend halt ein Uhrengeschäft eröffnen müssen. Ich glaube, ich weiß, was Eure Exzellenz gemeint hat. Verstehen Euer Durchlaucht jetzt, was ich meinte? Nicht nur begabt, sondern geistreich, unser lieber Mozart. Wenn auch ein wenig unbotmäßig. So war er immer. Und so wird er hoffentlich auch bleiben. Schön, wenigstens Sie auf meiner Seite zu haben. Und mich, liebster Mozart. Mit seiner Hilfe wird seine Durchlaucht München zur Musikmetropole Europas machen. Ich denke, das ist sie schon. Ja, es wird sie auch ohne ihn bleiben. Madame, zu Tisch. Warum macht es sich nur so schwer? Seien Sie nicht verletzt jetzt, Mozart. Sind's froh. Bei so einem Brot, da hätten Sie ja gleich bei Ihrem Bischof in Salzburg bleiben können. Sind da niemand? Wenn wir niemand sind? Aloysia? Nein, ich bin's, Constanze. Sie war mit mir im Theater. Ich habe in meinem ganzen Leben nichts Schöneres gehört. Wohin? Mit der Weberschen? Weil's die Schwester nicht gekriegt hast. Willst dich schon wieder unglücklich machen? Ganz im Gegenteil, Herr Vater. Ich liebe Constanze. Was weißt du schon von Liebe? Wo du dein Lebtag keine bekommen hast. Wolfgang, bleib in Salzburg. Ich habe mit dem Coloredo geredet, er ist einverstanden. Ich gebe dir meine Stellung. Ich
gehöre nicht hierher. Diese beengte Welt würde mich töten. Ich fürchte nur, du wirst keine bessere finden. Wie oft bin ich durch halb Europa gereist, ohne auch nur ein einziges Mal den Weg zu meinen Freunden zu finden. Dabei verdanke ich deinem Vater so viel. Durch deine Briefe, deine Musik warst du immer bei uns. Deine Entführung aus dem Serail hat er noch erleben dürfen. Sie hat meinen Vater glücklich gemacht. Und mich auch. Meinen nicht. Seit ich Konstanze geheiratet habe, spricht er nicht mehr mit mir. Meiner wollte auch nicht, dass ich die Amalia nehme. Du bist... Ja. In 2 Monaten kommt unser erstes Kind. Du bist also angekommen. Du nicht? Ich bin nur auf der Durchreise, Karl. Meine Konstanze braucht mich, sie ist krank. Und mein kleiner Karl braucht mich auch. Karl? So warst du zumindest mit deinem Namen bei mir. Und was fehlt deiner Konstanze? Wenn wir das wüssten. Die Doktoren schicken sie dauernd auf Kur. Mal Atemnot, mal Geschwüre, dann Fieber. Aber helfen? Dafür verlangen sie umso mehr. Ich habe Angst. Dabei ist der Tod, um es genau zu nehmen, der Endzweck des Lebens. Der wahre Freund des Menschen. Warum ihn also fürchten? Er hat etwas Beruhigendes, Tröstendes. Ich lege mich nie zu Bette, ohne zu bedenken, dass ich, so jung ich auch bin, den anderen Tag nicht mehr sehen werde. Aber ohne Konstanze. Ich weiß nicht, was ich tun wird. Was habe ich dich beneidet? Frei ist er, habe ich immer gedacht. Und wen kennt er nicht alles? Schiller, Goethe, Voltaire, Beaumarchais. Die Welt steht ihm offen. Und er wird sie verändern. Ich will nicht mehr, Karl. Ich kann doch nicht mehr. Wenn du 4 Kindern ins Grab hast nachschauen müssen und keiner dich wertschätzt, zumindest nicht dort, wo du bist, wozu noch? Und hier drin sind meine Noten sicher. Du hast also in deiner Freiheit keine Freiheit gefunden. Freiheit. Wir sind alle in uns gefangen, von anderen gezwungen. Feige. Das warst du nie! Lass gut sein, Karl. Und wenn ich tatsächlich mal mutig war, habe ich's teuer bezahlt. Ich habe dich immer beneidet. Du mich? Ja, weil du weißt, wo du hingehörst, Karl. Dann bleib bei uns. Meine Frau und ich täten uns freuen. Und München braucht dich. Mich braucht niemand. Vielleicht war die Zeit noch nicht reif für mich. Die Zauberflöte, die schreibe ich noch. Die erste wahre Oper. Schikaneder, du Guter. Wenn's mein letztes ist.
Du redest, als ob dich der Bondelkammer schon holen tät, Wolfgang. Ich bin einfach noch müde. Unendlich müde. Und meldet sich nicht, lieber Mozart? Das kränkt. Verzeiht, Gräfin. Seine Durchlaucht hat Sehnsucht nach Ihnen. Hat sie das? Und ich auch. Aber jetzt, wo er die Entführung und Così fan tutte komponiert hat, über den Figaro müsste man reden. Der wäre bei uns nicht vorgekommen. Hört ihrer Durchlaucht nicht zu. Sie fühlt sich nur selber betroffen. Und musikalisch ist diese Oper die schönste, die ich kenne. Außer unserem Idomeneo natürlich. Naja, wie auch immer. 10 Jahre Verbannung ist genug. Deswegen habe ich ihn zu uns gebeten. Wir finden, dass er die Stelle des zweiten Hofkompositeurs einnehmen könnte. Zu gütig, Durchlaucht. Mit dieser Ehre hätte ich München vor 10 Jahren gewiss Ehre gemacht. Aber heute, ich möchte meine Selbstachtung nicht noch einmal verlieren. Wenn ich wie er den ganzen Bettel hinschmeißen könnte, gäbe ich 10 Jahre. Das kann er mir glauben, Mozart. Wenn Herr Graf ein Requiem brauchen. Ich dachte, Suskriptionen macht er nicht mehr. Für euch würde ich zur Not eine Ausnahme machen. Ein Jammer. Wenn ich denke, was aus München hätte werden können, wenn der Kurfürst vor 10 Jahren und schon damals Max Joseph bei der Finta. Aber recht hat er gehabt. Ein Genie wie er wäre in diesen Mauern verendet wie ein exotischer Vogel in einem goldenen Käfig, Mozart. Fast vergessen. Für deinen kleinen Karl. Und damit du mich nicht vergisst. Und zur Premiere von der Zauberflöte komme ich. Versprochen. Wir müssen, Herr Albert. Ja, komm. Hier rein. Kommt doch wieder. Er ist doch schon gar nicht mehr da. Ist tot.
Der Mittwochsspielfilm im Ersten wurde präsentiert von der Olivenölpflegeserie von Medipharma Cosmetics. Es ist raus! Volker, komm zurück! Drei Generationen unter einem Dach. Na, das kann ja heiter werden. Es ist zu laut! Das Bad ist vollgestopft mit eurem Krimskrams. Und meine Sachen bin ich überhaupt nicht mehr. Mal ja drüber reden. Ich finde, es ist alles eine Frage der Gewohnheit. Turbulente Zeiten für Familie Sonnenfeld. Am Donnerstag um 20.15 Uhr. Für unsere Gäste haben wir uns was ganz Besonderes ausgedacht. Ein indisches Lichterfest bringt junge Herzen zusammen. Doch da gibt es ein Problem. Mein Vater will mich verheiraten. Es geht um die Tradition unserer Familie. Jetzt kann nur noch einer helfen. Markus! Die Liebe findet immer einen Weg. Reisen Sie mit ins Traumhotel. Am Freitagabend im Ersten. Also diesen Urlaub werde ich im ganzen Leben nicht vergessen. 7 Stars, die bisher nicht Skifahren können, haben hier für unser Winterfest Skilaufen gelernt. Was sie inzwischen können oder auch nicht können, wer wackelt und wer gewinnt, sehen Sie bei unserem großen Star-Ski-Wettkampf im Winterfest. In der ersten Show mit einer echten Skipiste auf der Bühne. Am Samstagabend um 20.15 Uhr natürlich im Ersten. Samstags um 6 macht Kismet seinen Döner-Imbiss auf. Wenn er dann anfängt zu singen, ist bald darauf der Teufel los. Nein, nicht wegen seiner Sangeskünste. Samstags ist Gebrauchtwagenmarkt in Essen-Berge-Borbeck. Ab 6 Uhr strömen die Verkäufer auf den Autokinoplatz, um ihre Karossen loszuwerden. Jeden Samstag gut 3000 Stück. Erstmal wird gecheckt, ob Auto und Fahrer auch zusammengehören. Also was muss er denn alles dabei haben, damit er hier drauf darf? Wenn er jetzt ein privater Anbieter ist, müsste er dabei haben den Ausweis vom letzten eingetragenen Halter oder halt selber der Besitzer, eine Fahrzeugschein und das wäre es eigentlich schon. Die meisten Verkäufer sind Händler und jeden Samstag hier. Diese beiden sind allerdings Neulinge und privat. Ihr Transporter fast schon ein Museumsstück. Wir wollten ihn umbauen zum Wohnmobil vor Jahren. Jetzt haben wir es aber aus finanziellen Gründen nicht gemacht. Das lohnt sich gar nicht. Ja. Jetzt wollen wir mal schauen, ob wir ihn verkaufen können. Was wollt ihr da haben? Ich weiß es nicht. Ungefähr? Kann ich nicht sagen. Weiß ich. Das erste Mal heute hier. Lass mich einfach mal überraschen. Ich genieße das Feeling. Schon um 8:30 wird es eng, trotz gut 40 Euro Standgebühr pro Auto. Im Angebot die ganze Palette vom Kleinwagen über Luxuskarossen bis zum Wohnmobil. Von ziemlich neu bis steinalt. Größere Kisten werden genauer unter die Lupe genommen. Wer was hinten drin hat, das nicht zum Auto gehört, muss wenden und wieder zurück. Ja, nee, ist ja ein Automarkt, kein Flohmarkt oder sowas. Tut mir leid, da kann ich leider nicht machen. Da müssen Sie eine Vollmacht des Herrn mitbringen oder wie Sie schon gesagt haben, gewerblich. Okay. Ja? Ich danke Ihnen vielmals. Fahren Sie nach unten. Ja, fahre ich nicht hier rein, muss umdrehen. Fahren Sie links herum. Ja? Okay. Hat Ihnen was gefehlt? Die Papiere bzw. der Wagen war nicht auf seinen Namen ausgeschrieben. Und deswegen bräuchte eine jeweilige Vollmacht des Kollegen gehabt. Ich kann natürlich glauben, aber hier herrscht ja natürlich auch Bürokratie und wir müssen das schwarz auf weiß machen.